Nein, das schmeiße ich definitiv nicht weg. Das ist, naja, weiß ich, was wichtig ist. Ja, moin, meine lieben Leute, seid ihr Unterhaltung? Ja, ich war ein klein wenig relativ abwesend. Jetzt komme ich mit etwas, oder ich komme mit einem relativ interessanten neuen Thema, was weit, weit, weit weg ist von unserer ganzen, ja, also von meiner ganzen Methodik, Thematik, was ich in den anderen Videos schon rübergebracht habe. Ich schaue mir gerade mal wieder die Serie, die kommt von 2060, glaube vom BBC. Was weiß ich nicht, das ist ein britischer, nee, Quatsch, hier von National Geographic, zum Brecher, die nennt sich da Mars. Ja, unser angeblicher Schwesterplanet, der da um Universum oder diesem Sonnensystem, Solsystem herumtüdelt. Ja, ich habe so ein Problem mit dem Mars. Viele Menschen oder auch die NASA, SpaceX, wollen ja da hochtüdeln. Ja, tüdel, ich bin aus Friese, das heißt, Mario meint, also meine Ausdrucksweise ist halt sehr plattdeutsch, teilweise plattdeutsch oder auch ein bisschen holländisch angehaucht. Wie dem auch sei, die meisten wollen ja zum Mars hoch. Ja, lecko mir zum Teufel mal, was wollen wir uns selber beweisen? Gut, es gibt ja zwei Stimmen, die in mir selber herumtüdeln. Andererseits, klar, möchte ich ganz gerne hoch zum Mars. Klar, absolut. Das Erforschen, das Neue, das Unbekannte. Andererseits, Herrgott, dieser verdammte Planet ist außerhalb unserer Habitatenzone. Das ist ein gottverdammter, toter Planet. Da macht ihr eine Macke, diese ganzen verfickten Unkosten. Achtung, meine Sprache ist ziemlich, also meine Aussprache ist ziemlich, ich bin ziemlich direkt. Das ist ein scheiß gottverdammter, toter Planet. Was haben wir da oben zu suchen? Nicht! Auf andere Art und Weise, klar. Der Forschungsdrang, ich möchte etwas Neues sehen, was Neues erfahren. Irgendwann wird dieser verfickte Planet verdammt klein für uns alle. Naja gut, wie viele Millionen, Milliarden Menschen haben wir jetzt mit auf diesem Planeten? Ja, das bleibt euch überlassen. Das macht Prösterchen und das drauf hier und ach Gott, egal. Fakt ist aber in der ganzen Geschichte, die Thematik von wegen Marsbevölkerung oder wir wollen ja unbedingt irgendwelche anderen Planeten was für ein Zungenbrecher. Also ihr wisst ja, was ich meine. Also ne, wir wollen hoch und die ganze scheiß bevölkern. Ich bin mir nicht sicher, ob das so in Ordnung ist. Denn letztendlich davon abgesehen, der Mars hat ein Problem. Also soweit ich das weiß oder soweit die NASA-Bestimmung oder Verschwörungstheorie ist ja Jacke wie Hose. Aber soweit ich weiß, ist er außerhalb der Habitatenzone. Sonnenenergie etc. Es kommt da nicht mal an. Ich meine von der Atmosphäre mal ziemlich abgesehen. Ja, also ich würde nicht sagen, wenn ich so ein Apple oder Fitbit aufklappe, immer macht er auch die Grätsche. Die Strahlung macht die ganze Sache kaputt. Ja, auf uns Menschen, na gut, ich bin mal 38 Jahre alt. Und mir macht es nicht mal aus. Vielleicht wenn ich 60, 70 Jahre alt bin, dann kommt irgendwann mal solche Krebsgeschwüre. Jacke wie Hose. Aber wir müssen eins bedenken. Was wollen wir da oben? Warum gehen wir da hoch? Wie gesagt, ich meine, ich bin ein Freund von Erforschung, Entdeckung, aber wir müssen uns eins gewahr werden. Lasst euch nicht irgendwie beeindrucken von dem, was die Offiziellen da sagen. Ihr müsst immer drüber nachdenken, warum, wieso, weshalb. Was wird euch da vorgegaukelt? Was wird euch vorgetüdelt? Klar, ich bin ein absoluter Freund von dem. Aber ich habe mich, wie gesagt, jetzt sehr, sehr lange auch gerade in der Popkultur mit vielen Filmen auseinandergesetzt. Ghosts of Mars und nicht Running Man, der eine Film mit Arnold Schwarzenegger hier. Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich glaube, euch fällt ja schon an. Der erste Film mit Arnold Schwarzenegger auf dem Mars, Dingsbums da. Es gibt so viele Mars-Filme. Der scheint uns Menschen wohl anscheinend andauernd beeindruckt zu haben. Aber, ey, zum Teufel, also das ist ein gottverdammter toter Planet. Ich meine, sind wir jetzt gewissermaßen so wie in Alien 2, so mit Atmosphären umwandern, dass wir diesen Planeten gewissermaßen bevölkern können? Die unglaublichen Ressourcen, die da hochgeschossen werden müssen, oder die unglaublichen Ressourcen, dass wir diesen Planeten irgendwie ja, zu unserem eigenen Habitat umrüsten können. Gott, ich weiß gar nicht jetzt mehr, wie heißt es, ein Experiment mit diesen ganz großen
Ich glaube, es war in den USA. Wie gesagt, ich habe es nur aus dem Gedächtnis. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Vorlagen hier. Ich habe auch keinen hier Screen, auf den ich glotzen kann. Ich habe nur meine Erinnerung. Da gab es auch so ein Experiment, dass Menschen in einem Habitat hineingegangen sind und sie dort für ein paar Jahre leben mussten. Das ist ja auch in die Hose gegangen. Ja, wie wollen wir denn dafür auf einem Planeten überleben? Und auf einem Planeten, der auch, naja, tot ist. Wir müssen über unser Sonnensystem hinausgehen. Wenn das überhaupt irgendwie möglich ist. Ich meine, auf unserem eigenen Planeten kriegen wir uns gewissermaßen völlig in die Klappen. Ich meine, ey, Ruski! Oh, fuck, Ruski! Oh, oh Gott, ein Ruski! Oh Gott, ein Deutscher! Ein Amerikaner! Ah! Ja, das funktioniert so irgendwie nicht. Was ich anbei äußerst interessant finde, ist überhaupt, wie funktioniert überhaupt die internationale Weltraumflug-Dingsbums da? Ich meine, in den Medien wird immer gesagt, so, Russen, Amerikaner, die mögen sich nicht. Aber komischerweise sind Amerikaner und Russen schießen sich zu der internationalen Raumstation hoch. Der Habeland, das ist total merkwürdig. Es gibt so Dinge, die verstehe ich nicht. Ja gut, wenn ihr es auf die Kette kriegt, okay, gut. Aber Leute, in unserem eigenen Sonnensystem, wenn es auch so ist, da wird einfach nichts werden. Und ehrlich gesagt, wenn wir so weitermachen, tja, meine lieben Leute, dann sind wir dem Untergang absolut geweiht. Aber das ist Jacke wie Hose, das ist absolut Jacke wie Hose. Tja, was soll ich dazu sagen? Was auch so fasziniert ist, was auch dazu hintüdelt, kramt. Wir nutzen diesen verdammten eigenen Planeten absolut aus. Ich meine, ja, es ist wie ein Berserker, der mit der Axt durch den Wald hin und durchrennt. Seltene Erden, alles drum dran. Wie gesagt, also jetzt, ich springe von einem Thema zum anderen Thema. Da müsst ihr tierisch aufpassen. Die mich schon länger beobachten, die mich länger verfolgen, die wissen, wie schräg ich drauf bin. So, mein Bruder hat mich letztens gefragt, ja, wie geht's mit der Elektroautos? Ich meine, was hältst du von Elektroautos? Scheiße! Verfickte Scheiße, Mann! Ich meine, technologisch gesehen, Tesla, was auch darum geht. Ich meine, ich finde es geil, absolut. Ich saß auch schon mal selber in einem Tesla. Ich finde es auch selber an sich faszinierend. Schön großer Bildschirm, technologisch, voll geil. Aber leider ist wieder was im Hinterkopf am Rumtüdeln. Ja toll, wie viele Afrikaner mussten in ihren dreckigen Minen dafür arbeiten, dass die seltenen Erden, die in diesen scheißblöden Wagen eingebaut worden ist. Ob jetzt nicht nur mal ein Tesla, VW, Audi, alle Automobilkonzerne weltweit, die Elektroautos anbieten und seltene Erden in ihnen einbauen. Oh. Jetzt wollte ich mich fragen, ja, was fährst denn du? Ja, wisst ihr, was ich fahre? Alten Peugeot 205 von 1991. Ein Verbrenner. Der Stück Benzin. Jo, toll, verbessert die Umwelt. Ihr könnt nicht mal. Solange ich keine perfekte, ja, was heißt, ja klar, ich meine, ich benutze nur. Ich bin Fahrradfahrer. Ich bin ein absoluter Mountainbike-Freak. Ich liebe alte Mountainbikes aus den 1991er bis 1999er Jahren. Also die alten Youngtimer-Mountainbikes. Geile Teile. Da sieht doch so schön schlank aus. Haha. Nein, gut, Scherz. Aber letztendlich. Egal, was wir heutzutage produzieren, was wir machen, es geht immer zu Lasten von irgendeinem anderen Menschen. Also, tja, was soll ich dazu sagen? Hey Leute, lasst euch hier draußen von irgendwelchen dahergelaufenen Quacksalbern verarschen. Letztendlich kann auch ich euch das rote, ja, das wurde schon mal, das Schimpf vom Himmel reden, das wird nicht funktionieren. Hört ein bisschen mal so ein bisschen auf euer, gewissermaßen auf euer Bauchgefühl, denn da draußen wird man in gewisser Hinsicht nur belogen und betrogen. Ho! Du hast einen Puss in deiner Brille! Ja, das ist halt das Beste, was er geknallt ist. Wenn ihr euch immer noch fragt, ist halt so passiert. Also, was wollen wir oben auf dem Mars? Zurück zum Ursprung. Wie gesagt, ich persönlich zweifle schon seit über. Oh Gott, es gibt so viele Filme über den Mars. Und seit ich diese Filme gesehen habe und auch mit bewusstem Auge zuschaue,
auch mit bewussten Gedanken. Ich zweifle andauernd darüber, was wollen wir auf diesem toten Planeten. Der ist kaputt, der ist außerhalb der Habitatenzone, aber euch wird immer präsentiert, wir müssen da hoch. Ja, dem kann ich auch nur dazu sagen. Klar, ich will auch ganz gerne da hoch, aber nicht zu diesem Planeten. Das ist wahnsinnig, das ist wahnsinnig. Jetzt komme ich nochmal zu einem, und ich möchte ganz gerne mal in die Zukunft reinspringen. Wir springen mal ganz kurz 100 Jahre in die Zukunft. Und ich möchte eine Anekdote aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, aus den 1800, hau mich tot, 1836 etc. Jahren mal hervorführen. Unabhängigkeit. Ich bin der absoluten Meinung, wenn wir den Mars besiedeln, dann wird es wieder einen Mars-Erde-Krieg geben, weil der Mars oder die Menschen, die auf dem Mars leben, eine Unabhängigkeit gerne haben möchten von der Erde. Was ich natürlich voll und ganz verstehe. Es wird einen Krieg geben in der Zukunft zwischen Erde und Mars. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Denn leider Gottes kenne ich die verfickte Menschheit. Wie gesagt, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es ist leider Gottes so. Obacht, obacht, ein Schelm, der Böses denkt. Tja, so ist es leider Gottes für eine Menschheit. Aber leider Gottes, ich muss dazu sagen, wenn ich in meinem Innersten selber denke, also ich mich hineinfühle, ich weiß, wer ich selber bin, ich weiß, wie ich mich selber verhalte teilweise. Ja, es ist ein Teil von uns Menschen. Star Trek könnte gewissermaßen in die Tonne kloppen, das hat damit nichts zu tun. Ich bin ein Trekkie-Fan, auf jeden Fall, aber es hat damit überhaupt ganz und gar nichts zu tun. Es ist leider unglaublich traurig, was geschehen ist, was auch in der Zukunft noch geschieht. Es nimmt kein gutes Ende. Nun ja, in diesem Sinne, das war das Wort. Meine Fickfresse. Ja, die Outtakes baue ich in diesem Video ein, ist ja halt so da. Meine Güte, das war natürlich scheiß ausgedrückt. Das Wort zum Sonntag wollte ich dazu sagen. Wir haben gerade Sonntag. Tja, in diesem Aspekt lasse ich euch definitiv alleine und ich scheiße auf euch alle und see you later, Alligator. Tschüss. Peace.